So, good evening again. Good morning. You can choose whatever you prefer. Thanks for staying here with us for the press conference of our winning, actually, of the winners of this season's Europa League, Eintracht Frankfurt. We are glad to have here with us not only the winning coach, Oliver Glasner, but also the man of the final match, as you can see, Kevin Trapp. So we start with the questions. Please raise your hand. Wait for the microphone to arrive. We can start maybe here in the middle. The first one. Please, yes. Thank you. Christopher Michel von Sport 1. Herr Glasner, Kevin, drückt es aus. Wie geil ist es denn? Ja, leg du los. Es gibt einfach kein Wort, um das zu beschreiben. Das ist, wir haben jedes Mal nach irgendwelchen Superlativen gesucht und heute haben wir das Ding geholt. Wir bringen das. Dürfen uns morgen in Frankfurt allen präsentieren, nach 42 Jahren. Das ist heute, kann ich sagen, der schönste Tag meiner Karriere und wahrscheinlich auch für eine sehr lange Zeit. Das ist einfach. Einfach nur purer Stolz auch auf die Mannschaft, was wir gemacht haben. Wir lagen 1-0 hinten im Finale, das ist eine hohe Anspannung gewesen. Am Ende lagen viele mit Krämpfen da. Das ist einfach nur. Es gibt einfach kein Wort, um zu beschreiben, was in einem vorgeht, wenn du so einen großen internationalen Titel holst. Es ist einfach purer Stolz und ich dachte eigentlich, ich werde weinen, aber es ist irgendwie gar nichts passiert, weil es wahrscheinlich noch so unrealistisch ist, dass wir jetzt wirklich mit dem Pokal nach Hause fahren, aber es ist einfach nur unfassbar und ich glaube für den deutschen Fußball, für alle, ich glaube, dass wir heute sehr, sehr viele Menschen stolz gemacht haben. Ja, genau, das Wort ist auch, was mir ist, stolz auf die Spieler. Haben heute das gezeigt wieder, was uns die ganze Europa League, speziell die Europa League Saison ausmacht. Genau das Endspiel, das wir erwartet haben, die Rangers ganz schwierig zu bespielen, sehr physisch. Ihr Plan war, viel mit langen Bällen hinter unsere Kette zu agieren. Dann unglücklicher Rückstand, wo Tuta im Zurücklaufen einen Krampf bekommt und dann nicht mehr laufen kann. Und ja, dann sind wir wieder zurückgekommen, wie so oft in der Europa League. Und ich denke, das zeichnet uns aus, oder zeichnet vor allem die Spieler aus. Immer an sich zu glauben, immer an uns zu glauben, bis zur letzten Sekunde. Und dann ja, war ja auch noch in der 118. Minute. I think we can continue after the wet surprise we had. So, yeah. Next question, please. Yeah. Here. So, please close the door. We can close the door. Shut the door. So, as if didn't happen, but it still happened. Yes, who is the next one? Please, here, the gentleman just behind. Mein Name ist Schmidt, freier Journalist. Kevin, eine Frage vorm Elfmeterschießen. Hast du irgendwelche Informationen, wer schießt wie, oder war das Bauchgefühl? Ja, der Zimbo kam vor der Verlängerung schon zu mir und wollte darüber sprechen. Da habe ich gesagt, lass uns das machen, wenn es soweit ist. Ich hatte die Schützen, ja. Die ersten zwei haben wir nicht so viel Glück gebracht und dann habe ich mich beim dritten aufs Gefühl verlassen. Das hat dann besser geholfen, aber klar, man bereitet sich darauf vor. Aber die Spieler wissen das natürlich auch, dass wir uns das anschauen. Von daher. Ja, am Ende war es ein Feeling, was mir dann am besten geholfen hat. Aber ich wusste auch durch die Vorbereitung, dass Ramsey lange wartet, bis er sich entscheidet, wohin schießt. Also Lob an unseren Torwarttrainer.
We take the lady here in front, please. Glückwunsch an Sie beide, an euch beide, würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja, einfach. Danke. Herr Glasner, erstmal eine Frage an Sie. Sie haben vor dem Elfmeterschießen oder beziehungsweise vor der Verlängerung alle nochmal so zusammengerufen. Was haben Sie der Mannschaft da gesagt? Sie haben immer gesagt, ruhig. Sie haben mal so ein bisschen sehen können. Was haben Sie dem Team gesagt? Ich habe gesagt, dass das Wichtigste jetzt ist, also zuerst mal, dass wir uns vom Schiedsrichter nicht stressen lassen. Ist oft so, wenn er pfeift, dann will man hin, sondern dass wir den Rhythmus bestimmen. Und das Zweite war, dann haben wir gesagt, zieh du euer Ding durch, genauso wie wir es die ganze Europa-League-Saison gemacht haben, seid entschlossen und fertig. Nein, weil die Nerven müssen die Spieler bewahren und Kevin musste einen halten, weil sonst wäre es noch länger gegangen. Aber ich denke, unsere Elfmeter waren unglaublich gut geschossen. Ja, wir haben das jetzt nicht explizit trainiert, aber die Spieler haben immer wieder die letzten Wochen eigentlich schon nach dem Training geschossen. Also ich wusste schon, auch bei den meisten, ich habe immer wieder mal ein bisschen zugeschaut. Ich habe auch geschossen, aber nicht so gut. Kevin auch. Ja, ich hatte nur die Sorge, Ansgar Knauf hat gesagt, bitte ich nicht. Für mich wäre klar gewesen, er wäre wirklich erst der Elfte gewesen, weil Kevin hat die auch ganz gut geschossen. Yes, here in front, please. Erik Hartmann von der Verlagsgruppe Rhein-Main. Erstmal Glückwunsch auch von mir. Herr Glasner, Sie haben Ihre Mannschaft schon oft gelobt für die Mentalität, die sie zeigt. Würden Sie sagen, dass nach diesem heutigen Spiel, also Rückstand, so viele Fans aus Glasgow, die eine unfassbare Stimmung gemacht haben. War das heute nochmal Next Level in Sachen Mentalität von Ihrer Mannschaft? Nein, für mich gab es keinen Next Level mehr. Es war nicht möglich, weil die Spieler, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, einfach weil dieses Jahr ganz, ganz schwierig gestartet ist für uns alle und dass die Spieler immer an sich geglaubt haben, immer an uns geglaubt haben, immer an das geglaubt haben, was wir ihnen mitgegeben und erzählt haben und trainiert haben. Das zeigt einfach von Charakter und von Mentalität und das geht einfach nicht drüber und das, denke ich, hat sich dann einfach auch so entwickelt, dieser Spirit. Ja, wir haben heute Spieler, die haben wir nicht nominiert für Europa, aber die waren immer bei der Mannschaft, sie waren nie negativ, sie waren immer positiv, haben immer alle unterstützt und das, jeder hat sein Ego hinten angestellt, hat es zu Hause gelassen und alles für den Erfolg der Mannschaft getan. Und so habe ich die Spieler jetzt über Monate kennengelernt, schätzen gelernt und deswegen hat es mich nicht überrascht. Und auch als schwierig war, dann haben unsere Fans dann die Rangers-Fans übertönt und haben die Mannschaft nochmal nach vorne gepusht. Ja, und jetzt werden wir die nächsten 4 Tage mit unseren Fans feiern. I have 2 questions here. First we take the 3rd row. Yeah, yeah, genau. Start? Or yes, and then we can pass on the quality one by. Ingo Durstewitz, Frankfurter Rundschau. Glückwunsch auch von meiner Seite. Kevin, vielleicht war ja die größere Leistung sogar in der 118. oder 119. Minute, diese unfassbare Parade irgendwie. Ist das so ein Moment, in dem so ein Spiel dann auch kippt, in dem man merkt, das zieht jetzt auf unsere Seite irgendwie mit so einem Ding? Ja, es wäre natürlich das Schlimmste gewesen, wenn du in der letzten Minute das 2-1 bekommst. Was soll ich sagen, dafür bin ich am Ende auch da, um dann der Mannschaft zu helfen, wenn ich gebraucht werde. Und das habe ich dann versucht. Ich habe versucht, mich so groß wie möglich zu machen, weil viele Möglichkeiten hast du in so einer Situation nicht mehr. Brauchst du natürlich auch, so ehrlich muss man auch sein, das Glück, dass er mich anschießt und nicht irgendwie höher schießt oder woanders hinschießt. Aber das ist eben das, was du machen kannst. Danach haben wir uns trotzdem nochmal reingeworfen, es gab ja den Nachschuss noch. Aber das meine ich ja, wir haben bis zum Ende, es war auch unheimlich heiß heute, beide Mannschaften hatten Krämpfe, also es war wirklich wer jetzt einen Lucky Punch macht, ich glaube nicht, dass dann, vor allem in der Kürze der Zeit, dass dann nochmal einer zurückgekommen wäre. Von daher, klar, wenn du so eine Situation hast und die dann noch überstehst, dann hast du das Gefühl, du bist heute in der Reihe, du kannst das Ding heute nach Hause holen. Und das Gefühl, auch als er abgepfiffen hat, hatte ich, weil viele, oder wie wir uns als Spieler auch die Worte, die der Trainer dann gesagt hat, man hat einfach das Gefühl gehabt, es muss heute so sein, dass wir das gewinnen. Damals dramatisch im Elfmeterschießen gegen Chelsea ausgeschieden und wir haben so einen unfassbaren Lauf hingelegt dieses Jahr in der Europa League, dass wir uns das fast schon einfach verdient haben und die Arbeit, die wir auch reingesteckt haben,
das muss am Ende auch belohnt werden und vielleicht gibt es da auch ein Karma, das uns dann am Ende dann diesen Titel mit nach Hause genommen oder gebracht hat. Ja, Glückwunsch an Sie beide. Herr Glasner, auch eine Frage zu diesem Moment. Was geht durch Ihren Kopf, als der Ball rüberkam? Ja, wusste gar nicht, dass Kevin den ersten Ball gehalten hat, aber ich habe Christian Jakic gesehen, wie er den Nachschuss dann geklärt hat, kurz vor der Linie. Und es hat wieder gezeigt, dass wir einfach als Mannschaft funktionieren. Ja, du brauchst jeden, um so ein Spiel zu gewinnen in der Defensive. Wir hatten vorher die Situation mit Daichi, der dann knapp drüber lupft. Und dann am Ende entscheiden diese Situationen. Und da haben sie vorne nicht gemacht, dann brauchst du halt hinten auch mal einen Big Save. Und den hatten wir dann in dieser Situation. Ich denke, es gab nicht so viele klare Möglichkeiten für die Rangers, das war eine davon. Und wie Kevin gesagt hat, dafür steht er im Tor. Yes, here in the middle, please. Marc Heinrich von der FAZ. Herr Glasner, eine Frage. Können wir mal kurz auf die Anfangsphase gucken? Dieses Schockmoment mit der Verletzung von Sebastian Rode. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das wahrgenommen? Hätten Sie es gerne härter sanktioniert gehabt, das Foul? Ja, natürlich Schock, wenn ein Spieler am Boden liegt und blutüberströmend im Gesicht hier ist. Und ja, der Fuß war schon ziemlich hoch. Die Schiedsrichter haben sich entschieden, das nicht zu sanktionieren. Und zum Glück konnte Sebastian dann auch weiterspielen und sieht zwar schon ziemlich gezeichnet aus. Ich denke, das wird morgen noch schlimmer sein, aber nicht wegen der Wunde. Und zum Glück ist nichts schlimmer passiert. Ich habe hier den Gentleman, der wartet. Ja, Glückwunsch auf meinerseits, Javier Kassel, die Süddeutsche Zeitung. Ich habe eine Frage zu Rafa Borré, einmal an Sie, Herr Glas. Können Sie ein bisschen was über die Bedeutung von Borré auch in dieser Europa-League-Saison sagen? Er hat ja in Viertelfinale, Halbfinale, Finale getroffen und vielleicht auch aus Ihrer Sicht, Herr Trapp, Sie sprechen ja Spanisch, ich weiß nicht, ob Sie eine besondere Rolle bei der Integration von ihm gespielt haben. Was ist das für ein Typ? Ja, zuerst, ich habe schon oft gesagt, dass Rafa unglaublich wertvoll für uns ist, nicht nur wegen der Tore, wegen der Offensivaktionen, auch in der Defensive macht er so weite Wege für uns. Und die Situation haben wir den Spielern in der Halbzeit gezeigt. Wir sind auch erste Halbzeit oft über Ansgar Knauf und über Philipp Kostic durchgekommen, aber wir hatten nicht die Entschlossenheit im Strafraum, wir hatten nicht die Intensität, die Räume anzulaufen, und dann verteidigen die Rangers das sehr, sehr gut. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen da alles investieren, speziell auch den ersten Pfosten attackieren, und das hat er genau in der Situation gemacht, wie er sich hier gegen Bessi, und das haben wir auch gesehen, dass das nicht so einfach ist, wie er sich hier dann gelöst hat und eben mit einem langen Fuß noch, er hat um dieses Tor gefightet, und das brauchst du in so einem Finale, dann wurde er belohnt, und deswegen also nicht nur wegen dem Tor, sondern einfach als Typ mit seiner, wie er vorangeht, einfach ganz wichtig für uns. Take a question right side here, the gentleman behind. Ah, you have one more? No, I have a question. Yes, please, sorry. dasselbe, ja, und ich kann es ja auch, dadurch, dass ich in Paris war, einschätzen, wie es ist, wenn man von einem anderen Land kommt, die Sprache nicht spricht, eine andere Kultur auch kennenlernt, und deswegen, klar, habe ich versucht, ihm zu helfen, aber er hat es auch von sich aus sehr gut gemacht, hat versucht, sich sehr schnell zu integrieren mit den wenigen Worten auf Englisch, die er spricht, eigentlich fast gar nichts, aber mit seiner Art, wie er das dann auf Spanisch auch rüberbringt mit Hand und Fuß, macht das einfach wirklich sehr, sehr gut, wie er sich in die Mannschaft integriert hat. Und es ist natürlich von beiden Seiten wichtig, ihn gut aufzunehmen, weil das die Person das auch macht, und man sieht, dass Rafa sich unheimlich wohlfühlt. Er hat jetzt sehr viele wichtige Tore auch geschossen, das tut ihm natürlich persönlich gut, aber hilft uns natürlich als Mannschaft, und man kann es auch eigentlich nicht genug sagen, dass wir als Mannschaft eben auch dafür stehen, diesen Teamspirit zu haben und diesen Zusammenhalt, dass wir die Spieler sehr schnell aufnehmen und es so einfach wie möglich versuchen oder machen, dass der Spieler sich dann auch schnell wohlfühlen kann und sein Maximales ableisten oder leisten kann. Marc Weinfeller vom HR, auch von mir Glückwunsch. Frage an beide: Hatten Sie schon Zeit, darüber nachzudenken, dass dieser Titel ja auch bedeutet, dass ihr nächstes Jahr Champions League spielt, und könnt ihr irgendwie einschätzen, was dieser Abend heute für die Zukunft des Vereins wert sein kann? Ich habe vorhin über Karma gesprochen. Letztes Jahr waren wir alle fast zum selben Zeitpunkt sehr enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, in die Champions League uns über die Liga zu qualifizieren. Und
ein Jahr später machen wir es über einen internationalen Titel. Ich glaube, alle sind sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. All das, was jetzt mit diesem Titel mit sich kommt oder was der Titel mit sich bringt, ist einfach nur wunderschön. Wir dürfen nächstes Jahr Champions League spielen, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Wir haben internationalen Titel nach Hause gebracht oder einen Pokal mit nach Hause gebracht. Wir dürfen UEFA Supercup spielen gegen Liverpool oder Real Madrid am 10. August. Also es kommt einiges mit sich. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, das kommt alles erst mit der Zeit. Vor allem, wenn die Tage, die jetzt kommen, vorbei sind, wird man alles noch mehr realisieren. Ja, und ich habe wieder mal so eine Geschichte fürs Leben. Wisst ihr, wo die Ursache für den heutigen Titel liegt? Im letztjährigen Scheitern in der Qualifikation, weil das wäre nicht möglich gewesen. Und das ist so oft ist im Leben so, ja, wenn es gibt Rückschläge und dann zeigt sich eben, ob du ein Großer bist oder nicht. Gibst du dich geschlagen oder kommst du zurück? Und die Mannschaft, der Verein ist zurückgekommen und hat dann eben dieses Jahr den Titel gewonnen und sind belohnt worden für diese Beharrlichkeit, für dieses nach vorne schauen. Und das gibt's, so ist Fußball, so ist das gesamte Leben. Und deswegen ist das wieder etwas, wo wir ganz, ganz viel lernen können. Und ich versuche den Spielern auch immer ein bisschen was fürs Leben mitzugeben aus meiner kurzen Erfahrung. Und das ist wieder etwas. Ja. Kannst scheitern, aber was machst du dann draus? Und die Jungs haben das Größtmögliche draus gemacht. Nach 42 Jahren den Europapokal nach Frankfurt zurückgebracht. Und jetzt sind sie belohnt worden für die Mühen. Let's go here. Yes, on the second row here, please. And then next. Je vais vous poser la question en français. Félicitations. Non, parce que... je sais qu'il parle français, mais il parle traduction en français. Ok. Alors, c'est possible de poser en la anglais, question en français ça, en anglais, c'est mieux. Bah, sinon, je peux traduire après. Ok. Je vais le faire. Comme ça. Félicitations. Non, on y va. Félicitations encore une fois. Vous avez joué au PSG, mais votre premier titre européen, c'est à la maison. Ça représente quoi pour vous? Bah, honnêtement, ça je pense plus au PSG, donc aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma carrière. On a gagné un trophée international, c'était au début de la saison très très loin, mais aujourd'hui c'est le jour, ça signifie, j'ai pas de mots pour décrire ce que veut dire pour moi, c'est impossible, c'est comme je disais, le plus beau jour de ma carrière. Et tout le monde ici, le club, l'équipe, la région, on le mérite. Et pour moi, on a beaucoup travaillé pour ça, pour ramener la coupe à la maison. Et ça c'est une chose qui me rend très très fier. One of his best moments in his career. Proud to bring this trophy to the region in general, and he will remember the moment forever. Kevin ist auch für die Integration unserer Französischsprechenden zuständig. But this is mal auf Deutsch und Englisch. Who is next? Here, please. Herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Sie haben heute einen internationalen Titel gewonnen, Europa League. Aber in der Bundesliga seid ihr im F-Position. Was ist schwieriger zu gewinnen? Das hier oder Bundesliga? Ja, es zeigt, wie stark die Bundesliga ist. Und wird ja immer diskutiert, wird auch schon oft gefragt, ob die deutsche Bundesliga noch konkurrenzfähig ist, außer Bayern München. Ich denke, wir haben es gezeigt. We go to the next one. Nächste Frage. Hier, in der Mitte. Bis hier. To the coach, really compliments. Today, Kostic gave an assist to Lucas Borré. Is that the last game that play with Eintracht Frankfurt? I thought mine. No, I don't think so. He has one more year contract. We spoke on the pitch, but I don't tell you what we spoke. But I think it's not the last match for him, for Eintracht Frankfurt. Okay, we have one more question here.
if someone else here and we finish with the gentleman. Kevin, ich wollte doch die ganze Zeit unbedingt wissen, wie schwer ist denn diese Medaille, die du da um den Hals trägst? Das darfst du gerne mal anfassen. Echt? Ah, komm. Das mache ich doch glatt gerne. Aber es scheint echt Gold zu sein. Das happened only in this press conference. Und weg ist sie. Unglaublich. Wow. Ja, ich glaube, es ist echtes Gold. Ja. So. That was the question. Ja. Come on. Wie feiert ihr denn jetzt gleich eigentlich weiter? Ja, ich glaube, das kann ich gar nicht alles aufzählen wahrscheinlich, was noch so kommen wird. Ich habe wirklich keine Ahnung, was passiert ist. Also wir haben, glaube ich, einiges geplant, vor allem auch morgen, aber ich feiere jetzt bis Samstag durch. Und am Sonntag gehe ich in Urlaub. Ich glaube, es wird sehr wenig geschlafen, ja, wahrscheinlich. Ja, definitiv und müssen wir auch, weil das ist wirklich, also der Presi hat es gestern, glaube ich, gesagt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich so ganz zustimme, aber der Pokal ist schöner als Sex, aber also es ist definitiv was Schönes, der Pokal und Sex auch, aber ich glaube, dass einiges passieren wird jetzt die nächsten Tage. Ja, bravo. Ja. Do we have any question this side before we finish with the gentleman? Nothing? Huh? Okay, so we finish. Good evening. I'm sorry if this question was asked before in Deutsch, but except of the trophy, you got the place in the Champions League for the next season. Did you mention this in when you were talking with the team? Was it a huge motivation for you or not? No, and I never talk about the future. Because we don't know what happens in the next months. And what I told the players is, I said, we have a fantastic journey in the European League. And I think the journey should not end here in Sevilla. The journey should end tomorrow at the Roma with our supporters. Then it's a good story, starting in Frankfurt with the first match against Fenerbahce and coming home with the trophy to Frankfurt tomorrow. And yeah, the players, as most of the times they did what I told them.